Danke, Herrin. Ich habe da noch eine Frage. Ja? Anscheinend ja nicht. Gut, wir müssen mehr über den Heiligen Gral erfahren. Tja, ich meine, ich könnte ja auch nicht dem Schicksal die Schuld dafür geben, für alles, was ich in meinem Leben mache. Ich meine, das wäre so, als würde man, nun ja, seine eigenen Entscheidungen auf gewisse Literatur zurückwerfen. Ja, wie zum Beispiel die Bibel, in der sehr viel Barbarisches drin steht. Lebt. Wir gehen mal. Bevor ich ja wieder zu viel schwadroniere. Wir werden sie wiedersehen. Persönlichkeit. Ich erkannte, dass ich nicht an das Schicksal glaube. Aha. Ich frage mich, was das jetzt für Auswirkungen hat, dass wir uns dafür entschieden haben. Mhm. Wellen. Okay. Hier steht nichts weiteres. Aber ich meine, es gibt ja Leute, die rechtfertigen ihre Taten mit gewissen Büchern und das so läuft das nicht, Leute. So läuft das nicht. So, wir gehen zum Boot. Ich kann ja meine Taten nicht damit rechtfertigen, dass ich irgendwo ein Buch gelesen habe, einen Film gesehen oder ein Videospiel gespielt habe. Ich meine, das ist ja diese typische Debatte. Ich meine, nur weil ich The Witcher spiele, laufe ich jetzt nicht in der echten Welt umher mit einem Schwert und töte irgendwelche Menschen. Ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Es ist absurd. Nun gut, da sind wir angekommen. Okay. Das macht mich jetzt irgendwie nachdenklich. Aber Geralt wird sich sein eigenes Schicksal schmieden. Da bin ich mir sicher. Wo müssen wir denn als nächstes hin? Seeufer. Dann mal los. Für die Herren des Sees. Ich meine, ihr kennt ja Geralt. Ihr wisst, was er vorhat. Ich habe damit nichts zu tun. Es ist Geralt. Achso, ich muss hier entlang gehen. Ich meine, es ist nur... Es ist nur absolut absurd. Man ist ja selber für seine Taten belangbar. Ostufer. Und sollte auch dafür belangbar sein. Achso, okay. Herr Funkner. Das ging schnell. Okay, das sind ein paar mehr als noch eben. Okay. Ja, sehr schön. Dann ihn hier. Ich meine, wenn in der Bibel steht, alle Ungläubigen müssen sterben, dann ist das wohl so, ne? Ja, war es schon, oder? Ne, da hinten sind noch welche. Glaube ich. Ah ja, das sind auch Ertrunkene. Okay. Zitiert mich übrigens nicht auf diese Stelle. Ich habe die Bibel nie gelesen. Aus guten Gründen. Okay, ich muss mich nur noch um die Ertrunkenen am Flussufer kümmern. Was macht der hier? Ein Elf? Okay, können wir uns mit ihm unterhalten. Sehen wir mal. Wann können wir eine anständige Mahlzeit zu uns nehmen? Wann hat das alles nur ein Ende? Ich habe keine Ahnung. Höhleneingang. Aha. Und wir müssen jetzt zum Durchgang zum Dorf? Okay. Am Flussufer. Okay, hier haben wir noch eine Feuerstelle. Unbekanntes Kraut. Okay, wir könnten jetzt auch hier entlang gehen. Ich würde gerne mal in die Höhle sehen. Ach, die Elfenhöhle ist das. Gruft, Durchgang zum Dorf. Krass, der Elemente, Statue. Die Herren des Sees haben wir ja schon kennengelernt eben. Ich flaniere hier nochmal am Flussufer entlang. Na, was haben wir hier? Wölfe. Das könnte gefährlich werden. Soll ich mich jetzt ernsthaft mit denen anlegen?
Ich bin noch ein friedfertiger Hexer. Naja, eigentlich nicht wirklich. Okay, die scheinen doch einiges auszuhalten. Nicht zu unterschätzen, aber auch nicht zu überschätzen. Okay. Stirb, du Heide! Ungläubiger! Wolf! Okay. Mal wieder Kritik hier eingebaut. Gut gemacht. Darf in keinem Let's Play fehlen. Gesellschaftliche Kritik äußern. Ah, okay. So. Ja, das kann sich doch sehen lassen. Hier bricht erstmal die Bildrate ein. Naja, die ganze Vegetation ist auch nicht zu unterschätzen. Komm schon, Wolf. Ich meine, wir betreten einfach mal gleich die Höhle. Die würde mich nämlich jetzt interessieren. Und danach können wir endlich mal die Nebenmission abschließen. Mhm. Okay. Dankeschön. Wofür dieser Weg entlang? Moment, hier haben wir noch Durchgang zu den Feldern. Ich weiß nur, bei den Feldern von... Also irgendwo treffen wir den Einsiedler. Aber ist das hier? Ist das bei diesen Feldern? Das kann ich nicht sagen. Weil ich es nicht weiß. Orte der Macht. Ja, bitte. Mhm. Noch eine Feuerstelle. Ah ja. Orte der Macht, Feuerstelle, Durchgang. Können wir auch hier entlang gehen? Ja. Wegweiser, Straße zu den Feldern. Mhm. Dann könnten wir auch hier entlang gehen. Das würde mich dann durchaus interessieren. Felder. Hier wird sogar ein neuer Abschnitt geladen. Okay. Felder. Ach, Durchgang. Mussten wir hierher gehen? Durchgang zum Dorf? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich hier nicht aus. Ja, gehen wir mal durch die ganze Vegetation. Durch das Dickicht hier. Meine Güte, da wird sich dein Coder freuen. Heilige nochmal. Kaum komprimierbar. Was ich da wieder hochladen darf. Sieht aber schon irgendwie beeindruckend aus. Okay. Was haben wir hier? Ich sehe hier nichts mehr. Durchgang zum Dorf. Kann ich auch etwas abseits laufen oder komme ich hier nicht weit? Ach du Heilige, neue Region, Galgenbaum. Seht euch diesen Baum mal an. Bärbusch. Ah ja. Mhm. Hier drüben. Himbeeren. Tja, da bekomme ich gleich Hunger. Mhm. Noch ein Ort der Macht. Schillkraut. Hier ist noch eine Hütte. Treffen wir hier auch irgendwo den Einsiedler? Also wahrscheinlich schon hier irgendwo, aber ich weiß eben nicht, wo genau. Das ist ja die Frage. Wiesen. Noch an der Feuerstelle. Hier wäre zumindest eine Residenz. Was ist da hinten? Irgendetwas läuft da, ich kann es aber nicht deuten. Können wir das Gebäude hier überhaupt betreten? Also hier komme ich anscheinend nicht runter. Doch, hier. Okay. Alles klar. Hm. Kommen wir da irgendwie rein? Anscheinend. Ach, hier. Oh. Tja. Hätte ich das mal früher gesehen. Ja, und von hier aus? Kommen wir aufs Dach darauf? Aha. Okay.
Nette Aussicht allemal. Ich nehme an, wir können das Gebäude nicht direkt betreten. Sehr interessant. Aha. Okay. Wir gehen mal wieder nach unten. Was haben wir hier? Andere Gegner. Okay, ja, dann hätten wir das ja auch gesehen. Nette Aussicht, allemal. Aber er steht auf verfallene Mühle. Kleiner Bauernhof. Kleiner Bauernhof, das klingt doch gut. Den haben wir wahrscheinlich von hier oben aus gesehen. Aber direkt können wir die Mühle nicht betreten. Solange ich hier nichts übersehen habe. Okay, dann würde ich nämlich gerne mal zum Bauernhof sehen. Ich höre Geräusche. Hier lang. Kann ich den irgendwie umgehen? Ich gehe noch einmal nach unten. Wir kommen ja voran, Leute. Wir kommen ja voran. Ich weiß, wir haben relativ wenige Missionen gemacht. Aber... ja, es tut sich einiges. Teju. Kann ich die mal ignorieren? Bäh. Ich gehe einfach mal weiter. Moment, das ist ja nicht ganz richtig. Schlucht. Okay, hier unten haben wir Druidenkreis. Oh oh. Ich sehe mal, wie weit ich hier komme. Spannende Kampfmusik. Okay, sie sind immer noch hinter mir. Komme ich dann hier? Hier komme ich direkt zum Druidenkreis. Ach ja. Aha. Irgendwelche Gaben. Aha. Na schön. Und mit Gabe meine ich nicht, Gabe Newell. Der benötigt natürlich auch unsere Gaben. Aha. Okay, was sagt das Journal? Auf den Feldern rund um das Dorf wiegt sich goldenes Getreide stolz im Wind. Die malerischen Ruinen eines alten Klosters und die winzige Hütte eines Einsiedlers verleihen dem Ort zugleich ein märchenhaftes Flair. Okay, also der Einsiedler scheint hier wirklich zu sein. Aber er hat schon recht, es ist hier sehr pittoresk. Sehr malerisch. Komme ich hier nach oben? Nein, anscheinend nicht. Und da sind wieder Gegner. Okay, aber hier darf ich wohl entlang gehen, ja. Ich glaube, hier kommen wir direkt zum Einsiedler. Diese Vegetation. Schrecklich. Aha. Okay. Die konnten wir noch einpacken. Was haben wir hier? Eine Feuerstelle. Ja. Jetzt ist nur die Frage, wo ist der Einsiedler? Kleiner Bauernhof. Ja, natürlich. Die landet hier direkt. Ich meine, was soll das denn hier für ein Bauernhof sein? Ah. Okay, Freundchen. Wir packen mal das Schwert aus. Ja, danke, Geralt. Oh. Okay, da sollte ich aufpassen. Ich weiß jetzt aber nicht, wo ich hier genau den Einsiedler treffe. Vielleicht auch am helllichten Tage, wer weiß. Okay. Und zwar haben wir gerade 5.30 Uhr. Dann können wir vielleicht nochmal ein paar Stunden ruhen. Na, das wollte ich nicht. Neue Talente erworben. Sehen wir mal nach. Oh, 6 Bronze und 4 Silberne. Stärke, parieren, naja. Vitalität plus 2. Niederschlagresistenz. Schaden. Wirkt nur, wenn Geralt von Blut betroffen. Naja, gut.
Resistenz, Rüstung, plus 5. Nehmen wir mal das hier. Blendenresistenz. Ausweichen. Ich weiche so gut wie nie aus. Das hier nehmen wir. Ausdauer. Das hier nehmen wir. Und Intelligenz. So viel Zeit muss sein. Haben wir irgendwelche praktischen Fertigkeiten, die wir freischalten können? 200 pro Tag Energie aus Orte der Macht zu ziehen? Naja. Mutation. Intelligenz. Art Igni Quen Ixi. Da bräuchten wir auch Silber, ne? Starschwert. Dann nehmen wir das hier nochmal. Silberschwert. Bluten. Entleibender Hieb 2. Wenn der Gegner von Einäscherung betroffen ist. Naja. Okay, ja, das kann man machen, denke ich. Schneller. Nehmen wir das hier. Und das sollte dann fürs Erste passen. Dann meditieren wir mal für 4 Stunden. So viel Zeit muss sein. Ich hoffe, dass wir hier den Einsiedler treffen. Das wäre mir sehr genehm. Ah, okay, da liegen noch die Überreste. Der helllichte Tag. Man sieht endlich irgendetwas. Da liegt ein Leichnam. So, kein Platz mehr. Schade. Aha. Okay. Man sieht hier nicht wirklich viel. Teilweise. Was ist das hier? Königs. Ja, gut. Wir könnten uns sicherlich mit denen abgeben, aber ich laufe einfach mal weiter. Hier kommen wir zum Durchgang zum Dorf. Verfallene Mühle. Wo auch immer wir den Einsiedler treffen. Das ist die Mühle. Ja, laufen wir einfach mal hier entlang. Unbekanntes Kraut. Abermals. Okay, in der Richtung dürfen wir dann aber unsere Nebenmission abschließen. Genau, hier war der Eingang. Ach so, ja. Ach nee, Straße zum Dorf, okay. Stimmt, wir sind hier reingegangen. Durchgang zum Seeufer. Kleiner Bauernhof, ich hatte die Hoffnung, dass wir hier irgendwo den Einsiedler treffen. Können wir vielleicht nochmal in diese Richtung hier gehen? Hier habe ich noch nicht alles erkundet. Läuft da irgendetwas? Ich sehe schon Phantome. So fängt es an. Das nehmen wir mit. Okay, ich erkundige mich nochmal in diesem Bereich hier. Ich vergesse immer, dass ihr nicht meine Maus seht. Also ich erkundige mich hier südwestlich auf der Karte. Also, nein, etwa hier. Das machen wir mal schnell. Und falls wir den Einsiedler nicht finden, dann finden wir ihn sicherlich später. Was ist das hier? Mittagserscheinung, natürlich. Na, meine Hübsche. Das ist definitiv etwas verstörend. Oh. Sie blendet mich. Sehr schön. Tja, solche Mittagserscheinungen sind natürlich unschön. Buchstäblich. Ja, kann ich mal hier... Hat hier irgendwas dabei? Ach, egal. Ich gehe mal weiter. Okay. Einmal hier entlang. Mittagserscheinungen. Sind ja wunderschön. Ich weiß nicht, ob ich mich unbedingt mit denen hier anlegen will. Können wir die auch mit den schweren Angriffen hier erwischen? Ich habe jetzt irgendwie keine Lust, mich um die zu kümmern. Wenn ich ehrlich bin. Okay, genau, in diese Richtung hier müssten wir auch noch gehen. Wow, man sieht sehr viel. Okay. Moment. Es wäre eigentlich in dieser Richtung hier.
Ich wünschte, ich könnte hier etwas mehr sehen. Kommen wir hier nach oben? Nein. Nochmal in diese Richtung hier flanieren. Vielleicht finden wir noch einen Weg. Ja, aber der Himmel, der kann sich doch sehen lassen. Ja. In diese Richtung hier. Okay. Danke für die Musik. Hier ist schon wieder dieser Baum. Kommen wir irgendwie in diesen Bereich hier? Zweifle das gerade ehrlich gesagt an. Beziehungsweise weiß ich nicht, wie wir dorthin kommen. Ja, ansonsten gehen wir einfach mal zum Dorf. Hier nach oben, Felder. Aha. Ah. Gruft. Ach so, wurde nicht von einer Gruft gesprochen? Aha. Sieh mal da an. Ja, gut, dass ich nochmal hier entlang gegangen bin, nicht wahr? Okay. Das wundert mich jetzt. Gruft in den Feldern. Bäh. Was ist das denn? I. Okay. Ja, dann kümmern wir uns mal um ihn. Ich sehe nicht sehr viel. Ich glaube, wir haben sogar noch Tränke, die uns hier helfen können. Aber erstmal werde ich mich um ihn hier kümmern. Ja, so geht's auch. Ach Mensch. Schon wieder so eine nackte Alte. Tja, da sieht man mal. Auf was für Leute wir hier so treffen. Meistens nackte Frauen. Ansonsten nicht sehr viel. Ich wollte ja ehrlich gesagt nochmal speichern. Das ist nicht gut. Genau deswegen wollte ich nochmal speichern. Kann ich nochmal wegrennen? Also klar, gehen kann ich jetzt nicht, aber wegrennen. Bäh. Ich meine, das ist bestimmt irgendeine Fantasie von irgendjemandem. Nein, jetzt sterbe ich hier echt. Und der hat garantiert nicht gespeichert in der letzten halben Stunde. Naja. Ich habe ehrlich gesagt gerade keine Ahnung, wo ich hinlaufe. Und ich habe Angst. Kann ich nochmal das Inventar öffnen? Und zwar... Ich weiß nicht, ob ich jetzt genug Zeit habe, etwas zu schnabulieren. Anscheinend ja. Da habe ich aber nochmal Glück gehabt. Da benutzen wir nochmal den Trank. Katze, genau. Und es werde Licht. Och nö. Wir müssen auch genau jetzt ankommen. Was mache ich denn hier überhaupt in der Gruft? Was ist hier los? Wo bin ich denn hier? Ihr seht mich nicht. Ihr seht mich. Ihr seht mich doch. Hier ist eine Truhe. Na, Ladies. Ich gehe dann mal. Oh, was ist denn los hier? Nein! Beweg dich, Geralt. Nicht stehen bleiben. Ich bin gerade dezent überfordert. Aber nur ganz dezent. Okay, wir haben eine Halle betreten. Habe ich jetzt schon mal einen gewissen Grundriss? Okay. Kreis der öden Lande. Schrein der Grix. Ja. Klar. Ja. Verdammt. Jetzt haben mich die Gegner noch entdeckt. Ich habe eindeutig zu wenig Leben, um mich jetzt mit diesen ganzen Typen hier abzugeben. Ich bin etwas überfordert. Ich hab echt zu wenig Leben. Ich würde jetzt gerne zurückschlagen. Wann? Ja, das war nochmal Glück. Ich meine, Können, das war reines Können. Okay, das könnte mich jetzt nochmal retten, eventuell, aber wir haben wirklich nicht mehr viel Leben. Könnte jetzt also genauso gut eine sehr riskante Aktion sein. So, Schwert wegstecken. Die sind alle tot, dann schnabuliere ich nochmal etwas. Wir können das nochmal lebend hier rausschaffen. Damit hatte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Trinken. Naja, Alkohol sollten wir jetzt mal sein lassen. Habe ich noch etwas zu essen? Dürrobst.
Tja. Hm. Kritische Zeiten brauchen eben kritische Maßnahmen. Kann ich hier mal das Ding angrabbeln? Jetzt haben wir einige Effekte. Segen der Erde. Katze. Vitalitätsregeneration. Gut, damit kann ich leben. Wir speichern hier mal. Und kämpfen uns unseren Weg hier raus. Wo habe ich denn von dieser Gruft hier schon gehört? Das frage ich mich gerade. So. Ach, war das nicht die Hauptmission? Wellen. Ich muss zu der Gruft. Tatsache, das war die Hauptmission. Na, ich bin ja ein Genius. Seeufer. Ist das eine Ich bin verwirrt. Seeufer? Okay. Moment, Journal nochmal öffnen, bitte. Noch ein Hexer. Ich muss zu der Gruft gehen und mit dem Hexer sprechen. Wieso soll ich dann zum Seeufer? Ist das eine andere Gruft? Ach, egal. Ist mir jetzt egal. Wir sind jetzt hier und wir sehen uns jetzt hier auch um. Irgendwelche Knochen? Meinetwegen. Bringt bestimmt Geld. Habe ich jetzt überhaupt gespeichert? Ja, habe ich. Ja. Verpeilt wie immer. Okay, wir haben jetzt hier noch Alp. Hatten wir gegen die nicht schon einmal gekämpft? Im Einzelnen? Ich logge die mal hier an. Soll ich die so bekämpfen? Ja, komm schon, komm schon. Die es ist irgendwie verstörend. Na los, Geralt. Du bist doch in deinem Element. Die Schreie sind doch wunderschön. Komm schon. Okay. Dankeschön. Okay, ich muss noch mal etwas essen. Eine Wassermelone für zwischendurch. So, haben die noch irgendwas dabei? Anscheinend nicht. Nein. Achso, Orte. Schrein der Grix. Okay, den Großen können wir uns auch vorknüpfen. Ja, der kommt hier gerade. Ist nicht gerade der Behendeste. Ach, der ist auch schon fast tot. Mensch. Tja, aber Geralt, der ist schon sehr behende. Seht euch mal an, wie viele sind hier von den Alten. Und warum sind die alle nackt? Es wird ja immer verstörender. Ja, ja, komm her. Okay. Sehr schön, einmal die Kehle durchschneiden. So macht das Spaß. Ach Mensch, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen in meiner Freizeit. Ich mag ja die Soundeffekte hier. Ja, ja. Ich beeil mich schon, Leute. Ich beeil mich. Dankeschön. Okay, da hinten wäre noch einer. Ein Al-Ghul. Ach, die heißen Alp und Al-Ghul. Ist ja irgendwie diskriminierend, dass die Al-Ghul, dass sie so hässlich sind. Ich meine, sie haben natürlich ihre eigene innere Schönheit. Aber ihr wisst ja, worauf ich hinaus will. Ich habe irgendwie schon wieder zu wenig Leben für meinen Geschmack. Und apropos Geschmack. Ja, Diamanten kann ich auch essen, sicherlich. Schnell, Geralt, verputz sie. So. Okay, also Leute, tut mir leid, aber das wird jetzt nochmal etwas Zeit in Anspruch nehmen, die Gruft hier zu säubern. Aber so viel Zeit muss sein. Okay, die haben wir schnell erledigt. Das hat mich gewundert. So, speichern wir nochmal für zwischendurch. Hier gibt es bestimmt einen Knopf zum Schnellspeichern, aber ich habe mich einfach noch nicht dazu bewegt, mich darum zu kümmern. Okay, ich nehme an, mit dem Angriff hier erwische ich die nicht. Wow. Ja, die sind sehr schnell. Was haben die Entwickler hier eigentlich mit ihrer Physik? Ich. Aua. Ich möchte das gar nicht mehr näher ansprechen. Aua. Komm schon, ich will die hier loswerden. Schnell. Beeil dich. Au, erwischt. Das hat wohl nicht ganz funktioniert. Jetzt haben wir aber schon wieder sehr viel Schaden abbekommen.
Komm schon. Komm schon. Oh, danke schön. Okay, jetzt muss ich schon wieder etwas essen. Langsam wird es eng. Bärenfett. Ja, klar. Die hat Überreste. Okay, nehmen wir mal mit. Was ist hier so los? Bäh. Schon wieder die Viecher hier. Aber mit denen kann ich mich ja schon besser abgeben, weil die sind langsam. Und schnell zu töten. Okay. Erwischt. Okay. Das hätten wir. Können wir hier etwas... Hallo? Ah. Oh ne, so ein Flatterer. Moment, da hau ich erstmal ab. Okay, wir treffen noch auf diese Fledermaus-Abscheulichkeiten hier. Okay, tut mir leid, ich bin etwas ruhiger, weil ich hier Sorge habe, dass wir jeden Moment sterben. Ach, natürlich. Komm her. Das hat ja formidabel funktioniert. Mensch. Souverän. Naja, gut. Leichnam. Goldener Diamantring. Den lasse ich mir nicht entgehen. Moment, kann ich noch mal etwas... Wir essen noch mal etwas. Essen. Regenerieren. Birne mitnehmen. Ich meine, eine gute Birne lassen wir nicht zurück. Speichern. Okay. Also, finden wir hier noch irgendwelche Dinge oder... Hier unten liegt noch einer. Na, das ist jetzt nicht so relevant. Okay, Ort. Mhm. Noch mehr Überreste. Hm. Semetaunkiefer. Ja, warum denn nicht? Noch mehr Überreste.